Hallihallo und schön, dass ihr wieder hier seid beim Minecraft. Folge 48, 49, 48, glaube ich, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, ich habe, was haben wir hier im Inventar? Ich habe auf alle Fälle umgestellt, dass der Wand, der, kein Limit mehr hat. Zumindest glaube ich, dass ich es umgestellt habe. Wir werden es ja gleich mal testen, dann wissen wir es. Dann müssen wir mal hier Switch to Protecten Mod. Genau, zack. Kann man das mal alles protecten hier? Genau, den müssen wir natürlich auch mit protecten. Ist zwar jetzt ein bisschen viel Aufwand, da alles protecten, aber dafür schaut es dann cool aus, beziehungsweise der Witter kommt dann nicht mehr raus hier. Bin mir jetzt unsicher, ob er die rein theoretisch auch zerstören kann. Aber ich denke mal, das werden wir dann schon sehen. Und die können wir ja jederzeit neu setzen. Das wäre egal. So, du? Nein, du gehörst eigentlich nicht dazu. Aber das ist der dann, okay? Nein, mal rein theoretisch möchte ich nur den da drin haben. So, es ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Jetzt switchen wir mal zu Unprotect, weil den da möchte ich mal weg haben. Genau. Nur der da oben soll sein. Clear all, nein, Protection Mode. Den, genau. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann ist das voll schwierig zu sehen, welche man schon hat und welche nicht. Den da oben. Dann hier. Tak, da. Gott, oh Gott, ist da den. Machen wir mal das Glas außen, bevor wir das ganze andere machen da. Habe ich den jetzt da oben erwischt? Ja. Farbe könnte vielleicht auch ein bisschen besser sein. Dann würden wir das besser kennen. So, das Glas ist so. Den da. Den, das. Ich hoffe ja mal das Beste, dass das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss ich natürlich gucken. Müsste dann der sein. Genau. Das, dann hier die Reihe noch. Also die Seite noch und dann sollten wir es ja haben, oder? Ich glaube. Das Glas. Beziehungsweise halt Boden und Decke fehlt natürlich noch, aber so von links her haben wir es ja dann. Und wenn denn mal. Ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, habe ich ein Riesenproblem. So. Habe ich den schon? Nein. Können wir mal jetzt ein bisschen so gucken, weil das sieht man das fast alles. Perfekt. Also die haben wir alle. Das haben wir. Dann. Oh, das ist echt schwierig. Den dann noch. Den Controller nehmen wir auch nochmal separat mit. Sicherheitshalber. Dann hier mal rein. Dann hier oben die Decke natürlich. Soll ja natürlich hier nicht rauskommen, auch nicht in der Decke. Gerade das ist das Schlimme eigentlich an der ganzen Sache. Er will ja immer nach oben fliegen. Wenn das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann haben wir hier einen guten Wither-Spawn-Raum. Ich glaube, von der Größe her genügt das sowieso. Ich hoffe halt zumindest. So, tak, tak, tak. Wie viele Blöcke haben wir jetzt schon? 188. Gut, und den Boden noch natürlich. Muss auch sein. Weil die Ecke da hinten fehlt hat. Muss mal gucken. Die wird er wahrscheinlich wegsprengen. Was aber, wie gesagt, auch kein Problem sein wird, weil die kann man ja dann immer noch nachmachen. Also, muss ich ehrlich sagen, ich sehe da nicht mehr viel durch hier. Hier fehlt noch. Fackel du mal weg, weil die stört dann nur. Hier fehlt. So, machen einfach mal so. Kann er ja selbst entscheiden, was er noch nicht hat und was er hat. Gut, rein rechnerisch. Könnten wir die Fackeln auch mitmachen. Dann haben wir immer Licht hier drin. So. Rein rechnerisch müssten wir jetzt alles haben. Bis auf die Ecken hier unten natürlich. Aber das schauen wir mal, ob er die überhaupt wegspringen würde oder nicht. Heißt. Oh, jetzt würde ich gerade sagen, das heißt, ich kann es nicht zerstören, aber es geht trotzdem. Der hier unten ist protected, genau. Das Kabel ist auch protected. Das heißt, das sollte eigentlich genügen. Hier unten brauchen wir normal nicht mehr. Der Grinder ist auch protected. Natürlich, gut. Das heißt, wir können hier mal eine Base-Kapazitor-Bank hinstellen. Dann kriegt der Strom. Minus 1000, weil er sich füllt. Können wir die auch mal protecten? Ne, nicht so, sondern so. Dann sollte er die auch nicht zerstören können. Ich hoffe es einfach. Und dann würde ich sagen, wir spawnen mal manuell einen, bitte.
Witter brauchen wir 3 Stück und wir brauchen Soul Sand 4 Stück. Ich hoffe echt, dass er nichts kaputt macht da wieder. So. Das heißt, wir machen mal das hier. So, Backup Start. Mach mal Backup. Sicher ist sicher, weil wenn das jetzt kaputt geht alles, haben wir wenigstens ein Backup. Ich möchte es ja mal testen, darum geht es ja erstmal. So, der sollte normal arbeiten. Geht mir echt mal darum, dass ich es überhaupt teste, ob es funktioniert. Was ich hier so plane. Und die drei noch. Und zack. Wenn ich hier rausgehe, mal gucken. Im schlimmen Fall spielen wir echt das Backup ein. Das muss er halt testen. Die können das natürlich in Singleplayer testen, das möchte ich auch nicht. So. Rein rechnerisch müsste der Grind einen töten. Genau, getötet. Perfekt. Und wie wir sehen, ist gar nichts passiert. Es ist nicht mal um die Ecke weggeexplodiert. Ist geil. Das ME ist auch hier. Was jetzt für uns bedeutet, wir können hier mal alles raustun und sagen hier zum Beispiel Soul Sand. Dafür müsste ich natürlich auch Soul Sand haben. Soul Sand. Rein durch 1 und wird da Klappe rein. Also hier kommt Soul Sand. Soul Sand. Soul Sand. Jetzt haben wir natürlich auch jede Menge von diesen Rainforest Obsidian gemacht, den wir ja jetzt nicht mehr brauchen, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, genau, dann hätten wir das so gemacht. Der hat ein bisschen lange gebraucht, bis er ihn getötet hat. Aber okay. Gut, der hat auch überlebt. Perfekt, also es funktioniert. Und mit diesem Lederstar können wir natürlich dann wieder gute Sachen machen. Super, GD, Water, Bond. Heißt, wir können Melt Eis, bla bla bla, Boss, keine Ahnung. Wir können verschiedene Sachen machen. Was am besten wird, wird das hier. Das werden wir dann auch noch machen. Und da brauchen wir, wie ihr seht, relativ viel. Und die da werden wir auch brauchen. Da brauchen wir extrem viel davon. Deswegen. Netherstar Generator können wir auch nutzen, natürlich. Wird ja auch nicht so verkehrt sein. Enderbridge, ja, brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Brücke Wand brauchen wir auch nicht. Duplikat, weiß nicht. Player Interface eventuell, wenn man nutzen. Drill Upgrade, Gravity, irgendwas ist auch interessant. Ender Crystal natürlich, um den Enderdrachen wieder zu ändern. Das wird eines der ersten Sachen, die wir bauen werden, damit wir dann das Drachenei verwenden können. Nether Star Generator, normal von Extra Utilities. Quantum Query könnten wir auch bauen. Das ist, weiß ich bis heute noch nicht. Ender Star, okay. Okay, den Crystal und ja, das gehört die wofür brauchen wir bei Gott nicht. Deep Resonant Laser. Okay, da kriegen wir. Oh, 90% Bank und Effizienz. 60 Purified weg. Purity. Aber das ist egal. 90 kriegen wir da. Das kann schon was. Und hier aus einem Nether Star in Dynamo kriegen wir 6 Millionen F. Und dann müsste er noch irgendwo dafür. Draconic Evolution brauchen wir auch jede Menge. Antenna gibt's. TRF. Was heißt denn TRF? 1000? Nee. TRF. Und den Nether Star Generator kriegen wir 9 Millionen RF. 2 Minuten lang. 4000 RF pro Tick. Auch geil. Und interdimensional Upgrade können wir auch bauen. Perfekt. Also Nether Stars sind eigentlich wichtige Komponenten. Davon werden wir extrem viel brauchen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Gut. Meine Nase juckt gerade extrem. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen automatisieren. Dazu müssen wir jetzt gucken. Gerade am Überlegen.
Das, wenn wir das so machen, dann wird er durch, dann das ja. Ich dachte, wir haben irgendwo einen Factory Manager. Ich dachte, das haben wir. Dann machen wir halt einen. Wir brauchen halt einen Block. Warum auch nicht? Mal ein paar mehr machen, die brauchen wir immer wieder. Bisschen. Ja, auch ein paar mehr brauchen wir auch immer wieder. Rein theoretisch reicht ein Manager, ja. Wir brauchen dann. Keine Kisten. Doch, Kiste brauche ich. Und zwar muss ich jetzt mal überlegen. Entweder ich mache das mit irgendeiner Logikschaltung oder ich versuche es einfach so und hoffe, dass es funktioniert. Ich mache es einfach so und hoffe, dass es funktioniert. War noch eine zweite Kiste? Weil das, genau. Dann nehmen wir gleich nochmal Soul Sand mit. Und wir nehmen gleich nochmal Winterköpfe mit. Dann können wir gleich ein paar spawnen lassen. Könnte ja funktionieren. Das. Deutsch Bass Hammer. Gut, mehr brauchen wir nicht. Denke mal. Aber wir können ja so runter. So, dann brauchen wir hier Kiste. Storage Bus. Geht so nicht? Okay. Dann halt so. Ist eh klar, was der hat, drin hat. Wenn es einen Soul Sand reintun. Nein, wir heute spazieren, oder? Also, genau. Perfekt. Passt. Da müssen wir dann auch noch was bauen, dass, wenn hier ein Item drin ist, damit er den freischaltet, damit er nicht durchgehend Strom braucht. Mal schauen. Hat er den platziert? Perfekt. Jetzt bauen wir eine zweite Kiste. Mal hier hin. Dann den Factory Manager hier hin. Und dann sagen wir hier Input. Also erstmal ein Trigger. Output. Den Trigger setzen wir auf Intervall von 2 Sekunden. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie war das? Ja, das passt schon. Dann wieder ein Input. Und ein Output. Wir testen es einfach. Wir sagen, von der Kiste. Ja, ist natürlich wieder wunderbar, welche Kiste welche ist. Kann man die Kiste noch irgendwie anderweitig machen? Kann einfach hier eine Kupferkiste nehmen, dann geht's einfacher. Chest haben wir ja irgendwo, genau. Dann ist das viel einfacher zu regeln, wenn man da einfach wirklich zwei verschiedene Kisten hat. So. Und dann kann man hier sagen, nämlich Input von der Kupferkiste. Ist egal woher. Und Item nimmst du eine Whitelist und zwar Soul Sand. Wenn das jetzt laden würde, genau. Soul Sand. Und da Special Amount, wir brauchen ja 4 Stück. 4 Stück, genau. Die nimmst du und packst sie in diese Kiste. Oben und Blacklist, genau. Also, er macht das. So, wenn du das getan hast, geh Inventore von der Kiste. Down, egal. Whitelist und zwar mit der Skelettköpfe. Das hier und da zwar 3 Stück. Und Output ist dann die Kiste. Das und Blacklist. Genau. Kann man rein theoretisch alles verbinden. So. Das heißt, wenn ich hier jetzt mal einen reinwerfe, müsste ich ihn rausnehmen irgendwann mal. Zack. Und hier reinpacken. Perfekt.
Gut, das läuft. Und jetzt müsste ich abfragen, wenn in der Kiste Items sind, schalt den ein. Genau, weil dann würde der sofort arbeiten zu beginnen. Das heißt, wir brauchen ein, wie nennt man das? Komperator. Ja, das ist ein Komperator. Und wir brauchen Red Elevator. Haben wir auch noch. Perfekt. Den sollte das rein theoretisch ja funktionieren. Weil da gibt ein Signal aus. Sobald ein Item drin ist. Im Normalfall, im besten Fall. Und zwar, in unser Fall, einfach mal so. Das ab. So. Wenn hier ein Item drin ist, gibt ein Signal aus. Es juckt den aber wenig, gell? Oder ist da jetzt ein Signal drauf oder nicht? Also er macht jetzt nichts. Wenn ich das Item herausnehme, macht er was. Heißt, dem müssen wir sagen, du arbeitest nur, wenn du ein Signal kriegst. So, jetzt arbeite. Ist das Item draußen? Hört er auf. Ist gut und falsch. Ich möchte aber nicht hier abfragen. Was war da 2 Sekunden Spatze? Eindeutig müsste ich hier abfragen. Wäre am einfachsten. So, und dann können wir ja das hier noch platzieren, wenn wir wollen. Können das hier noch protecten, damit es sicher ist. So. Damit das da wieder nicht zerstören kann. So gut. Er arbeitet nur, wenn er hier ein Item drin hat. Jetzt müsste ich rein theoretisch einen Crafting-Auftrag machen. Vergessen ist 1, 2, 3, 4. Wir brauchen viermal das und dreimal das. So. Kommt Crafting-Auftrag, zack, das rein. Und kein wieder spawnt, weil er das zugleich macht, vermutlich. Gut, dann machen wir das so. Anders. Du da mal kurz weg. Dann kriegst du einen Trigger von einer Sekunde. Weiß noch, wie es machen könnte. Möchte ich aber jetzt mal gerade nicht testen. Eine Sekunde und du kriegst einen Trigger von 5 Sekunden. Da müsste das auch vorerst mal laufen. Ich möchte jetzt da nicht zu lange, das werde ich dann offline umbauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn ich es jetzt nochmal versuche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zuerst die weg. Platziert da. Platziert er die. Und der Bitter ist da. Könnt ihr das noch höher stellen, dann haben wir es auch kein Problem. Wieder explodiert, nichts passiert und der muss den gleich töten. Das ist alles erledigt. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass es da hinten schafft. Da müsste Eiswetter rein, oder? Wetter, komm, greif mich an. Komm hier rüber. Sei niedlich. Komm, jetzt stirb. Dumm und tot. Perfekt, also es funktioniert. Ich muss ja halt den Killer noch ein bisschen reintun. Und hier bräuchte ich radiotisch nur das Intervall sogar noch höher setzen auf 8 Sekunden. Dann ist die Chance, dass die zugleich droppen, sehr gering. Also, zuerst gehen wir mal hier hoch und setzen den 1 weiter rein. Dazu müssen wir an Protect Mode, also. Der muss unprotected werden und drinnen das Glas auch, weil das muss ich ja zerstören. So. Was ist das? Okay. Der protected oder nicht? Unprotected, gut. So. Was? Dann du, mein Freund, hier hin. Zack. Und du wirst wieder protected. Dazu wieder umschalten. Nicht clear all, sondern nur protected. Dann du unprotected. Weil, kann er mal vorerst lassen, der hat eh Energie drin. Das heißt,
Rein rechnerisch, ich möchte jetzt mal testen. Ich brauche ja 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt richtig gemacht habe, müsste jetzt 2 Wörter spawnen gleich. Komm, vorne zweiten noch. Genau. Bam. Haben wir jetzt einen Nähtest abbekommen oder hat der einen anderen getötet? Ne, haben wir einen Nähtest abbekommen, passt. So, jetzt explodiert der zweite. Zweiter Nähtest ab, perfekt. Perfekt, perfekt. Das heißt, hier die 10 Sekunden, da würde ich fast noch ein bisschen runterschrauben. 8 Sekunden auf 5 Sekunden, ja, das sollte genügen. Perfekt. So gefällt mir das. So, der hat jetzt 2 getötet und hat ein bisschen verbraucht, also verbraucht gar nicht so viel. Das ist unsere Bitter-Tötungsmaschine. Funktioniert wunderbar. In der nächsten Folge werden wir dann gucken, dass wir das noch ein bisschen verbessern und das anschauen und ein Crafting-Rezept dafür machen. Also, bleibt dran, macht's gut. Tschüss, Leute!